Hallo und herzlich willkommen beim neuen Video von Nova Motors. Wir sind heute auf dem Campingplatz Hilschbachtal und haben heute den Platzwart bei uns, der Steve und der Jürgen. Jürgen ist unser Premium-Kunde mit den höchsten Kaufzahlen von unseren Rollern. Und ja, sag's, wie viel sind's? 19. 19. Jürgen, wie bist du zu Nova Motors gekommen? Also Nova Motors hat sich folgendes entwickelt. Ich habe einen Verbrenner gehabt mit Zweitakt. Und der hat natürlich entsprechende Geräusche gemacht und entsprechende Gerüche von sich gemacht. Da konnten wir also vom Campingplatz überhaupt nicht mitfahren. Erstens zu laut, zweitens stinkt, geht gar nicht. Dann bin ich drauf gekommen, dass wir ja in Eppingen direkt vor der Nase das Geschäft haben und wieder lieber und haben einen Viertakter geholt. Der hat von vornherein schon einmal nicht geschunken, war wesentlich leiser, durfte aber dahinter auch nicht fahren. Und dann sind wir auf die Elektroroller gekommen. Und da bin ich ein einziges Mal mit dem Elektroroller gefahren, da war es vorbei. Da habe ich alles, was Verbrennungsmotor gehabt hat, sofort verkauft. Okay. Und du selber bist ja Platzwart auf dem Ding. Und du fährst ja ein Bendy, richtig? Ja. Und du bist auch sehr zufrieden? Wunderbar. Okay. Du fährst aber nur auf dem Platz oder fährst du auch raus mit ihm? Ich fahre auch, ich bin ein paar Mal nach Eppingen. Ja. Zum Edeker, dann Kaufland. Bei Kaufland kann ich einen auch laden, aber das schafft er sowieso. Ja. Das ist nur 8 Kilometer in, 8 Kilometer zurück. Ja. Kriege ich ungefähr 35 Kilometer raus. Ja. Also, alles wunderbar. Mache eine Anhängerkupplung. Eine Anhängerkupplung habe ich drauf, mache ich den Anhänger und dann fahre ich dann da hin. Würdet ihr sagen, dass es realistisch ist, zu Hause zu laden oder nicht? Wir laden alle zu Hause. Ja. Ich habe hier unten mit seinem Einverständnis einen Ort gestellt, habt ihr unten neben der Müllpresse eine wasserdichte Steckdose gemacht und die normale Sicherung, die 16er Sicherung raus und ersetzt durch eine mit dem elektronischen Zähler. Mhm. Und ich kann da unten meine Autos und den Roller laden und das wird mit meinem Hauszähler zusammen abgerechnet. Weil an der Tankstelle laden ist nicht lustig. Ist zu teuer. Zu teuer. Ja, das ist selbst auf dem Campingplatz noch viel billiger. Das heißt, du bist auf jeden Fall der Meinung, dass der Strom oder das Lade elektrisch fahren günstiger ist wie der Verbrenner? Ja, viel, auf jeden Fall. Ja, viel günstiger. Also das ist überhaupt gar kein Vergleich. Ich kann mit dem Roller mit 38 Cent kann ich 100 Kilometer fahren. Mhm. So ein Roller ist leise, da herrscht nichts. Da fährst du in Eppingen durch die Fußgängerzone durch, da sitzt du leid. Im Straßencafé trinke ich ihren Kaffee, dann fährst du her, dann winke ich so, oh, da kommt wieder der, wo nichts herrscht. Hey, geh her, trinke einen Kaffee. Die sind total aus dem Heißler, wenn du mit dem Ding kommst. Und wenn im Verbrennung, das ist ein Krach. Ja, also das ist jetzt direkte Gespräch mit dem Jürgen. Ich würde vorschlagen, wir gucken jetzt noch uns mal beim Jürgen am Platz um. Ist auch sehr interessant. Und dann hat der Jürgen einen SLI 3 mit Anhänger. Den wollen wir natürlich auch sehen. Was haben wir noch? Der SLI 1 haben wir dabei, den können wir euch auch noch zusammen angucken mit dem Jürgen und einmal auf seine Expertise horchen, was er zu dem Fahrzeug sagt. Er kennt nämlich noch gar nicht. Ich bin mit dem Ding hierher gefahren, von Epping ins Hilschbachtal und jetzt gucken wir uns das Ding mit an. Kommt mit. Also, wir sind jetzt hier am Fahrzeug vom Jürgen, seinem momentanen Favorit, dem SLI 3 in Rot. Der Jürgen, man sieht's, er hat ein bisschen schon was umgebaut, modifiziert, er hat sich Spiegel ran gemacht. Jürgen, mir fällt gerade auf, du hast deinen Wahlschalter Speed auf 1. Ja. Ja. Wieso hast du denn jetzt auf 1 stehen? Weil ich den gerne auf 1 habe, weil man hier auf dem Platz sehr, sehr langsam fahren muss. Man sollte Schritt fahren und es ist gar nicht so einfach, aber wir haben es in der Zwischenzeit gelernt, wie es geht. Wir können Schritt fahren. Ja, das ist halt, das merkt man schon beim Runterdurch vom Hänger, vom Ständer. Was merkst du? Dass das richtig leicht und das kannst du mit anderer Hand alles machen. Das ist schon ein klasse Fahrzeug. Hast du schon mal überlegt, ob du da hinten einen Sprudelkasten drauf kriegst? Hey, locker. Locker, hä? Hey, locker geht ein Sprudelkasten. Das ist eine stabile Konstruktion, das ist kein Blechlustklump. Das ist richtig stabil. Hast du das Akkusystem auch schon? Neu, aber ich habe gehört, dass es 2 wird. Der hoch, ne? Genau. Ja. Wie man sehen kann. Ah, oh, der schlägt nochmal Lader drunter. Super. Kann ich den da mit dem Lader mit dem fortfahren?
Oder, wenn sie beide voll sind, entsprechende Reichweite. Geil. Die geile LED-Blinker. Ja, bis zur Expertise vom Jürgen und vom Steve zum SLI 1. Mhm. Die war einfach geile Idee. Das ist extra für den Campingplatz. Das ist der Hammer. Mhm. So, Jürgen. Das war mein Besuch heute beim Jürgen auf dem Campingplatz. War mega interessant, mega ja, lustig auch, muss ich sagen. Viele Menschen kennengelernt. Der Roller SLI 1 hat Anklang gefunden. Die Leute haben nachgefragt. Jürgen, wie ist dein Fazit zu heute? Also das Fazit für heute ist schon mal mega. Vor allen Dingen, dass sich jemand getraut, hierher zu kommen und hier zu filmen bei uns, mit dem Platzmann zu schwätzen und gleich mit alle auskommt und entsprechend von Mensch zu Mensch gleich spricht. Das hat alles gepasst, super. Du kannst jederzeit wieder kommen, mit oder ohne Kamera, ist ganz egal. Alles klar. Jürgen, ich danke dir für deine Gastfreundschaft. Aber absolut. Bis dann. Macht's gut, ciao.